Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und ja, Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in Raccoon City weiterhin unterwegs, haben das Restaurant erkundet, haben jetzt Nemesis am Hintern. Und, naja, wir müssen jetzt nochmal vor ihm abhauen. Wir sind hier in diesem Zeitungsverlag angekommen. Und dahinter uns liegt noch ein Gunpowder, aber das werde ich mir jetzt gleich noch schnell holen. Wir müssen nämlich erstmal kurz nochmal in den Safe-Raum, weil ich möchte gerne dieses Gunpowder haben, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen. So, da ist nämlich auch noch ein Farbband. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Boah, einiges an Zeug. Auf jeden Fall. Gut, und dann können wir uns ja... Wartet mal. Ich hoffe, der Nemesis, der bleibt jetzt erstmal weg. Ich habe keine Lust mehr auf den Typen, ey, ganz ehrlich. So. Aber statt jetzt bleibt er da oben, ja, finde ich gut. Also gegen Ende der letzten Folge haben wir den ja da oben gehabt, Nemesis. Und der scheint jetzt da zu bleiben. Finde ich interessant, aber auch gut gleichzeitig. Gut, dann... Es hört auch diese Scheißmusik nicht mehr auf, ne? Genau, dann hatten wir beim letzten Mal zwei Edelsteine gefunden gehabt, den zweiten. Und diese Igelteile, wo ich mich frage, wofür die sind. Gerade. Aber okay. Das Gunpowder kann mal weg. Weil ich möchte das nicht verschwenden. Der Dietrich kann auch erstmal weg. Und dann müssen wir jetzt nochmal in den Zeitungsverlag rein, hoch zu Nemesis tatsächlich. Oh Gott. Wegen dem Schießpulver. Oh, da ist er schon. Boah, ich bin erschrocken. Boah, ich bin erschrocken. Alter. Ja, wir werden gerade von dem hier ein bisschen gejagt durch Raccoon City. Das ist echt krass. Da ist er schon wieder. Ja, da, nee, keine Chance. Es ist keine Chance. Okay, und da rein. Puh. Katz und Maus hier mit dem, ey. Vor allem, ich krieg den jetzt auch nicht mehr los. Was ist denn da jetzt? Was ist denn da jetzt kaputt? Warum kommt der Minus immer hinterher? Ah, hier hoch die Treppe. Zum Glück gibt es da keinen Ladescreen. Hier nochmal rein, das Gunpowder holen. Und dann würde ich tatsächlich mal... Warte mal, wir haben ja so einen Feuerhaken, oder? Oder ist das... Warte mal, wir brauchen da noch eine Batterie. Wir haben da eine Tankstation. Also als nächstes geht es dann wahrscheinlich da weiter. Mit den beiden Edelsteinen. Okay, hier das Gunpowder. Das muss ich ja mitnehmen. Hallo? Da kann man sich schön leckere Granaten mitmachen, früher oder später. Genau. Ja, das war's dann hier erstmal in diesem Zeitungsverlag. War nett. Schönes kleines Gebiet hier. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resi 3. Das ist ja wirklich extrem spannend mit dem Nemesis. Also, wenn er uns jetzt hier durchs ganze Spiel verfolgt, dann ist das echt blöd. Aber gut, so, das Farbband noch mitnehmen. Sehr gut. Und nochmal im Safe-Raum das ablegen. Oh Mann, ey. Was eine Hin- und Her-Rennerei, aber das ist halt Resident Evil. Halt! Okay, und schlag doch. Ja. Nein. Aua, warum triffst du denn immer? Was will denn der, ey, echt? So. Können wir den nicht irgendwie umknocken? Ich glaube, den müssen wir jetzt irgendwie versuchen umzunocken. Ich mach mir mal ein paar Granaten, glaube ich. Und werde den dann mal umnocken. Wenn das denn geht. So, alles klar. Und ja, Freunde, in dieser letzten Folge vor Weihnachten tatsächlich. Morgen ist ja Weihnachten, also wenn das Video auch kommt. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, dann haben wir Pulver C. Das können wir uns jetzt mischen mit Granaten.
Wartet mal, wie war das nochmal? Ich hätte gerne diese Eisgranaten. Spielanweisung B war das doch, ne? Da war ja so eine Liste. So, genau da. Gefriergranaten C und C. Ach Gott, C und C. Flammengranaten, Säuregranaten, C und C und C, Magnum-Geschosse. Die Magnum haben wir natürlich noch nicht, ne? Sollen wir lieber normale Granaten nehmen? Flammengranaten, Säuregranaten. Nee. Ich mach mir mal normale Granaten. So, das muss erstmal reichen, glaube ich. 10 Stück. Oh, oh, oh. Ja, das ist natürlich erstmal mega geil. So, dann versuchen wir jetzt mal, diesen Nemesis loszuwerden. So, 13 Schuss. Das muss doch jetzt reichen, verdammt nochmal. Und wenn nicht, dann haben wir es halt verkackt. Kommt er jetzt wieder? Mit nur einer Heilung ist das Ganze... Was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt, ganz ehrlich? Also... Naja, gut. warum der jetzt weg ist, weiß ich auch nicht, aber soll mir recht sein. Ich will auch, dass diese scheiß Musik endlich aufhört. Aber gut, Freunde, wir können ein neues Gebiet tatsächlich erkunden. Und zwar dieses sagenumwogene Gebiet, wo diese beiden Edelsteine geklaut wurden. Das heißt, wir müssen jetzt hier aber auch nochmal tatsächlich hin. Okay. Dann. So, Nemesis. Wir haben 13 Schuss Granaten. Wenn das jetzt nicht reicht. Da ist er. So, komm her. So, wir haben Granaten ohne Ende, Freunde. Oh Gott, ja. Ich hätte vielleicht rauslaufen sollen. Okay, okay, okay. Oh Gott. Lauf! Okay. Wehe, das reicht jetzt wieder nicht. Gut ausgewichen, Jill. Okay. Orange. Muss mich mal heilen. Okay, und lauf einfach. Jo, ausgewichen. Ja, klar. Ach, Junge, Junge. So, jetzt hau doch mal ab. Ey, das passt nicht. Wie viel hält denn der aus? Wie viel hält denn der... Ja, der weicht auch noch aus. Alter. Wie viel hält denn der aus? Oh, wir haben ihn umgenockt. Wir haben den umgenockt. Aber der steht einfach wieder auf. Der steht einfach auf. Das heißt, wir kriegen den jetzt nicht mehr weg? Nö. Nö. Ganz einfach nein. Wir kriegen den nicht weg. Der fällt nur kurz hin und das war's dann. Dann steht er wieder auf. Ganz toller Typ, ne? So, dann einfach die Edelsteine hier benutzen. Eine Uhr, die nicht mehr geht, ja. Okay. Setz die Edelsteine ein, Jill. Okay. Anscheinend reicht das nicht aus, um das Gerät in Gang zu bringen. Aber wir haben hier noch einen. Gut, dann setz den ein. Und dann passt das doch. Boah, stylisch. Ah, das Rathaus. Ach, nice. Okay. Ja gut, dann geh bloß hier rein. Bloß hier rein. So. Haben wir den jetzt endlich mal weg? Ach, Gott sei Dank, es ist keine Musik mehr da. Es ist keine Musik mehr da. Okay. Na, Gott sei Dank. Okay, wir können uns mal ein bisschen ausruhen, Freunde. Ein bisschen ausruhen. Was ist das denn da hinten? Ist eine Tür. Die Tür wird von der anderen Seite her blockiert. Man kann sie nicht öffnen. Okay, Freunde.
Tatsächlich, wir haben Nemesis erstmal abgehängt, so sehe ich das. Wo können wir denn jetzt hier hin? Wir können auf beide Seiten. Gehen wir erstmal nach rechts. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie erstmal nach rechts. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, hier das Resi 3. Also kämpfen gegen Nemesis ist eigentlich zwecklos, ne? Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Was ist denn hier los, ey? Überall diese Autos, diese alten Golfs hier. Was ist das zurück in die Zukunft da hinten? Hier zurück in die Zukunft, das Auto von McFly. Jetzt nicht euer Ernst, oder? Hier brauchen wir die Kurbel. Na toll. Ach, okay. Das ist ein Gerät, das Benzin lagert oder liefert. Liefert, okay. Ach, Menno. Okay, das heißt, wir müssen da diese rostige Kurbel einsetzen. Gut, dann gehen wir da erstmal woanders hin. Wir hatten ja noch einen Weg da hinten, ne? Ich will nämlich nicht zurück zu Nemesis. Kein Bock. Echt nicht. Eieiei. So. Aber dann machen wir einfach mal weiter. Ist das hier vorne irgendwas? Nö. Okay. Hier kommen wir auch rein. Sehr schön. Dann machen wir hier erstmal weiter. Bevor wir dann da hinten die Sache mit der Tankstelle machen. Normale Zombies. Ja gut, okay. Warum machst du nichts? Warum? Warum? Hä? Willst du die erstmal küssen, bevor du die killst oder was ist los? Hier gibt es nichts mehr von Interesse. Die stehen doch auf. Erzähl mir nichts. Ach, guck mal, und das da hinten, das ist ein bisschen... Ah, ja. Oh Gott. Okay, und zermatsch ihn. Genau. Ich wusste es doch, dass die aufstehen. So. Erzähl mir doch nichts. So, aber was hat's denn hiermit auf sich? Mit diesem Smoking Prohibited Ding da. Ja, der steht auch auf, ne? Der steht auch auf. Ja, dann komm zu dem anderen. Ich möchte euch gerne komplett... Ja, sehr gut. Aber jetzt bin ich halt eingekesselt von denen. Ich möchte die gerne mit einem Shotgun-Schuss wegkriegen. Nein, lauf ihm doch nicht in die Arme. Ach, Mensch. So. Wo bleibt ihr? Da hinten. Okay. Boah, sind die schnell. Okay. Alter. Und hochschießen. Ach, verdammt. Brauche ich doch zwei Schüsse. Aber gut. Dafür sind die jetzt weg. Ist das denn nix? Ich meine, wir haben Zombies gerade. Diese Tür sieht auch komisch aus, ne? Die sieht auch beweglich aus, diese Tür. Also irgendwas ist hier komisch. Ach, und wir hocken hier wieder im gelben Zustand. Na toll. Das ist doch total geknackt, ey. Wir haben fast keine Heilung mehr. Okay, einfach nur ein Gang oder was. Ja. Lonsdale Yard. Onishi Corporation. Big West. Was? Okay. Interessante Namen haben sie hier. Oh, ach, Gott sei Dank. Dankeschön. Also können wir ja gar nicht gebrauchen, ne? Grüne Kräuter, davon nehme ich direkt mal eins. So. Ja, benutzen. Gut, alles klar. Ah, perfekt. So, wir sind wieder voll geheilt. Zwei grüne Kräuter gefunden hier auf dem Weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Alles klar, dann gehen wir schon mal weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Hunde! Ja, dann... Dann einfach auf das Fass. Yes! Direkt weg mit den Dingern. So muss man das machen, Freunde. So muss man das machen, ey. Der Weg ist durch eine starke Barriere versperrt. Tja, Hunde, diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Der Weg ist... Ja, okay. Aber hier können wir doch drüber. Hier können wir drüber. Genau, still, hier können wir drüber. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt jetzt mit den Hunden. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ein Zugwaggon. Oder was? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Da ist so eine alte San Francisco-Style Straßenbahn. Da ist noch ein Fass. Ach, falls man beim ersten Mal mit den Hunden nicht das nicht geklappt hat, okay. Ich verstehe. Ohne Funktion. Können wir hier rein? Geil. Guck mal, komm, wir fahren Straßenbahn. Cool. Ach nein. Was ist das denn da? Hinweise des Mechanikers. Hm? Ich weiß, dass dich dein neuer Job etwas unsicher macht, Kevin. Ich möchte dir nur sagen, wie du dafür sorgen kannst, dass du und deine Züge gut vorankommen. Weißt du, diese Wagen wurden 1968 hergestellt und aus Europa importiert. Manchmal scheppern sie etwas, aber sie funktionieren immer noch, denn sie sind einfach konstruiert. Widerstandsfähig und kraftvoll. Man kann sich immer auf sie verlassen. Wenn sie an einem schlechten Tag mal eine Störung haben, brauchst du dir nur die Schaltkreise genau anzuschauen, um die Ursache herauszufinden. Wenn du weißt, woran es liegt, wirst du es leicht reparieren können. Als ob das alles so einfach ist, ne? Ich bin sicher, du wirst diese lästigen kleinen Fehlfunktionen vermeiden können, wenn du die Teile jeden Tag überprüfst. Die alten Züge kriegen garantiert Probleme, wenn du vergisst, sie zu warten. Denk daran, dass du ein passendes Teil wählen musst, wenn irgendetwas auszutauschen ist. Okay. Wenn ich passend sage, dann meine ich, dass es besser ist, ein beliebiges Teil zu finden, das zufriedenstellend arbeitet, wenn ein Originalteil nicht aufzutreiben ist. Da wäre noch das Öl. Du musst für diese Züge immer Öl guter Qualität bereithalten. Vergiss nicht, Kevin, dass ein Mensch andere verraten kann, eine Maschine wird es nicht. Weise Worte. Lieber Mechaniker, weise Worte, so was ist das? Ah, ein paar der Teile sind wohl nicht in Ordnung. Das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Die Sicherung ist hin. Das Ölgemisch ist auch... Ah, da müssen wir jetzt also... Okay. Interessant. Also die Kabel müssen wir auf jeden Fall hier einsetzen. Oh! Eine Cutscene. I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? You mean the RPD Special Force Team? Ugh. Hey, is someone wounded back there? Was ist das denn für ein Russe? Russischer Akzent. Finde ich cool. Member from the Stardust Team. Wer bist du? Oh, this looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. Oh weia, der ist ja ganz schön traumatisiert. Don't come any closer. Stay away. Mikhail. Okay, er leidet große Schmerzen. Oh weia, der ist ja krass drauf, ey. Der ist ganz schön traumatisiert, ja. Kann man aber auch nachvollziehen bei der Scheiße, die hier abgeht. So,
So Jill, did you decide to help us out? Hi Carlos. It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the Clock Tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Just... Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people. Let's get moving. Yep. Jill, put this on. Was ist das jetzt? Ach, cool. Danke, Carlos. Du hast uns eine Tasche gegeben, dass wir mehr tragen können. Ja, das ist natürlich cool. Aber ob wir denen so zu 100% trauen können? Ich weiß es ja nicht. Dieser Russentyp... der erinnert mich irgendwie an Gale aus Dino Crisis 1. Schraubenschlüssel, wozu braucht man den? Ich erinnere mich. Wie gesagt, der Typ erinnert mich irgendwie an Gale. So, was ist da hinten noch? Hier sind noch mehr Items. Ein ordentlich aussehender Kontrollraum. Aber da ist doch was Bewegliches. Ah, nix. Nix, okay. Aber cool, wir haben Verbündete gefunden, auf jeden Fall. Und wir müssen mit der Stadtbahn wegfahren. Ja, das ist natürlich cool. Gut, das heißt, wir haben hier aber noch einige Sachen zu tun. Wir können hier nicht weg. Aber gut. Schloss entriegelt. Okay. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Nicht, dass jetzt hier wieder Nemesis kommt, ey. Das wäre schlimm. Warum kommen denn jetzt die Hunde wieder? Was zur... Ja gut, dann lauf einfach im Kreis, Jill. Geh einfach hier hoch. Und der ist da... Der versauert dann eh da. Lass den da versauern. Den mache ich jetzt nicht. Muss nicht sein. Den lasse ich einfach mal leben. Also wir haben die Kabel auf jeden Fall. Wir brauchen die rostige Kuppel für die Tankstelle. Aber ich glaube, hier können wir dann beim nächsten Mal tatsächlich weitermachen, weil ich folge schon wieder sowas von voll. Das gibt's doch gar nicht, ey. Habe jetzt wieder Nemesis hier. Ah, noch nicht. Ah! Oh Gott. Scheiß Zombie. Hast du mich erschrocken, ey? Dann mach ihn kaputt, Jill. Boah, hat er mich erschrocken, der Pennergesicht, ey, echt. So. Mein Gott. So. Okay. Kommt einfach da rausgesprungen, ey. So, dann würde ich mir eigentlich ganz gerne einen Plan machen fürs nächste Mal. Aber ich denke... ja, das werden wir dann beim nächsten Mal tatsächlich sehen. Ich möchte... Oh Gott! Alter, warum sind das denn jetzt so viele hier? Viele Zombies. Viele Zombies, ey. Boah. Ah, ist auch weg. Gott sei Dank. Was haben die denn hier beschützt, sag mal? Oh ja. Drei grüne Kräuter. Um Gottes Willen. Bitte, bitte, bitte. Dankeschön, ey. Boah, dankeschön. Alter, Alter. Das ist gut. Gerade saugut hier. Drei Kräuter. Die werde ich aber definitiv alle jetzt ins Inventar legen.
Ich hoffe ja, dass wir bald mal ein paar mehr rote Kräuter kriegen. Was ist das denn da jetzt? Was ist das? Da leuchtet was, ne? Das möchte ich noch kurz mitnehmen. Eine Bronzestatue von Michael Warren, Bürgermeister von Raccoon City. Da ist ein Schalter. Möchte ich drauf drücken? Ja, mach mal. Sie hält etwas in der Hand. Ah, Bronzebuch. Das heißt, da können wir jetzt auch weitermachen. Ach. Eine Bronzestatue von ihr. Sie könnte etwas in der Hand halten. Das ist jetzt rot auf rot gesprungen. Okay, aber das heißt, wir können beim nächsten Mal richtig viele Sachen machen, Freunde. Wir können richtig viel machen. Wir können da bei dieser einen Bronzestatue, können wir dann das Ding abholen. Wir können den Feuerschlauch nehmen. Ah, Nemesis ist weg. Och, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Nemesis ist weg. Gut, dann gucken wir uns nochmal kurz da oben die Tür an. Gott sei Dank ist der weg. Den kann ich nicht mehr gebrauchen, den Typen, ey. So. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Aber Gott sei Dank, also, tut mir auch im Nachhinein nochmal leid, dass ich da zweimal diesen Safe State nutzen musste. Aber das sehe ich halt irgendwie auch nicht ein. Ne, dass wenn man da seine Munition komplett verballert und das den noch nicht mal umnockt. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Gut, dann können wir uns jetzt ja hier wieder in den Speicherraum begeben. Was? Was? Was geht denn jetzt wieder ab? Oh, Alter! Uff, Gott! Was ist denn jetzt wieder hier? Was ist denn jetzt wieder hier? Mann! Wer war das? Hallo? Oh Gott! Verdammt nochmal, ich möchte jetzt dahin. Alter! Ach, Mann. Warum rennen denn jetzt hier wieder diese blöden Zombies rum? Verdammt nochmal, meine schöne Granatenmuni. Alter! Ja, da hätten wir uns auch... Mann! Da hätten wir uns auch die normale Pistolenmuni machen können. Ja, schieß noch daneben, Jill. Oh Mann, 8 Schuss. Ach Gott, ist das schlecht, ey. Muni-Verschwendung, ey. Dumme Zombies. Wer ist hier? Wer ist hier? Nichts Außergewöhnliches. Wer ist hier, verdammt nochmal? Da war jetzt die schöne Muni verballert wegen dem Typen. Was ist denn hier passiert? Oh, das ist gerade spannend. Ich mach mal weiter, Freunde. Das ist jetzt gerade spannend. Du solltest... Das könnte... Ja. Was ist hier passiert? Boah. Boah, was ist das für eine Musik? Ist hier jetzt irgendwas in dem Kanalisation drin? Dann kletter mal runter. Boah, was ist hier los? Das ist ja richtig krass, ey. So. Jetzt ist hier auch mal ein bisschen Ruhe, tatsächlich. Jill, heil dich mal. Das nervt. Ja. Haben wir jetzt hier irgendwas? Man hat ihn runter aufgeschlissen. Aber irgendwo hier, irgendwo für muss das doch gut sein. Das ist ein Gefrierschrank. Irgendwo hier, irgendwo für muss das doch gut sein. Verdammt nochmal. Gar nichts? Ne, okay, aber das Restaurant sieht irgendwie merkwürdig aus, ne? Auch mit einer richtig krassen Musik. Ja gut, Freunde, ich meine, ist die letzte Folge vor Weihnachten, also da kann man mal ein bisschen überziehen. Geile Mucke. Ja, aber was hat das jetzt gebracht, dass wir da die Zombies gekillt haben?
hier irgendwas noch? Nee, gibt's nicht. Nichts Verdächtiges. Okay, dann. Dann können wir wieder zurück in den Safe-Raum jetzt tatsächlich. Sagst du da was zu? Ich frage mich echt, was hier passiert ist. Krass. Da ist nichts mehr. Boah, was ist das für eine Musik, ey. So. Aber krass, okay. Ja gut, haben wir jetzt 5 Granatenschuss weniger. Aber ja, mein Gott. Wir laufen da gerade nur mit dem Granatenwerfer rum. Das ist es halt, ne? Weil ich halt möglichst effizient mit der Muni sein will. Ja, ich meine, wir kriegen ja auch ein bisschen mehr Heilung. Und hier ist zum Glück jetzt wieder eine vernünftige Musik. Das ist gut. Gut, dann legen wir mal die Sachen nochmal weg. Wir haben noch zur Not noch ein paar Puders. Die können wir nachladen. Genau, die Sachen brauchen wir ja alle beim nächsten Mal, ne? Das hier komischerweise nicht. Ich weiß nicht, was wofür das ist. Okay, da haben wir noch sogar noch eine Heilung drin. Wie gesagt, die werde ich erstmal nicht zusammenmischen. Weil, naja. Können wir noch für was anderes gebrauchen. So. Gut. Haben wir 4v4 Shotgun-Schuss. Die ganzen Story-Items fürs nächste Mal. Da können wir beim nächsten Mal schön abgrasen. Jupp. Können wir schön abgrasen beim nächsten Mal. Das wird cool, Freunde. Gut, Freunde, aber in Anbetracht dessen, dass die Zeit schon übervoll ist, würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.